Liebe Genossinnen und Genossen, vor uns liegt ein spannender Parteitag. Wir möchten an diesem Wochenende unser Europawahlprogramm beschließen und die Liste für das Europaparlament aufstellen. Und wie das so üblich ist in unserer Partei, werden wir zuerst leidenschaftlich diskutieren und anschließend weise Entschlüsse fällen. Und dafür wünscht euch der Landesverband viel Erfolg und heißt euch herzlich willkommen in Nordrhein-Westfalen. Liebe Genossinnen und Genossen, man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen, um zu sehen, für ein besseres Europa wird die Linke dringend gebraucht. An der Ostgrenze der EU spitzt sich die Situation seit Jahren immer weiter zu. Heute geht es nicht nur um brandgefährliche Militärmanöver an der Grenze und es geht nicht nur um eine Ausdehnung westlicher Einflusszone nach Osten. Nun hat Donald Trump den INF-Vertrag für atomare Mittelstreckenraketen einseitig aufgekündigt. Und beim INF-Vertrag geht es nun einmal um eine Sicherheitsgarantie für Europa. Und dafür brauchen wir eine Sicherheitsarchitektur zusammen und gemeinsam mit Russland. Und dafür brauchen wir eine starke europäische Linke, die wie vor 36 Jahren im Bonner Hofgarten zusammen mit Hunderttausenden die Stimme erhebt und gegen diesen Wahnsinn protestiert der atomaren Bewaffnung, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann versucht in diesen Tagen der Westen vor den Augen der Weltöffentlichkeit in Venezuela eine missliebige Regierung aus dem Amt zu putschen. Das Militär wird wieder und wieder aufgerufen, die vom Westen präferierte Seite zu unterstützen. Der US-Präsident droht ganz offen mit Krieg und die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten stellt sich auf die Seite des bürgerlichen Politikers Guaido. Und bei aller berechtigter Kritik an Präsident Maduro ist doch eines offensichtlich. Auch hier braucht es eine europäische Linke, die stark genug ist, den Putschversuchen in Venezuela in den Arm zu fallen. Früher nannte man so etwas Imperialismus und ehrlich gesagt, so nennt man das heute immer noch. Wenn über 100 Millionen Menschen in der EU von Armut betroffen sind, wenn gleichzeitig die EU ihren Mitgliedstaaten vorschreibt, dass die Staatsverschuldung nicht zu steigen hat, wenn dann Konzerne ganz legal die Steuerlast auf 2% und weniger drücken können und 30.000 Lobbyisten in Brüssel dafür sorgen, dass sich an den Gesetzen für die Reichen und Mächtigen nichts ändern soll. Und wenn dann in Frankreich bisher sprachlose Teile der Unter- und Mittelschicht sich eine gelbe Weste anziehen und gegen den Status quo rebellieren, dann wird auch hier deutlich, gerade in Deutschland, in diesem ökonomisch und politisch so einflussreichen Land der EU, braucht es eine Europapolitik von links. Und damit wir diese Aufgabe und diese Verantwortung stemmen können, dafür braucht es eine geeinte Linke, die eines auf dem Schirm hat. Vielleicht haben wir viele politische Gegner, aber keinen einzigen davon in unserer eigenen Partei. Und da war in den letzten beiden Jahren noch ein bisschen Luft nach oben, sag ich mal. Aber ich muss sagen, dass in Nordrhein-Westfalen die Zeichen der Entspannung von der Bundesebene angekommen sind und auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Viele in unserem Landesverband begrüßen diese Entwicklung und dazu zähle ich auch in diesem Sinne noch zwei Sätze, liebe Genossinnen und Genossen. Zunächst einmal glaube ich nicht, dass neue Personaldiskussionen dem Europawahlkampf oder der Partei irgendwie nutzen. Ich glaube, da hatten wir 2 Jahre Zeit, das zu lernen. Und zum Zweiten denke ich nicht, dass sich die vielen und komplexen Fragen, vor denen wir auch heute und morgen stehen werden, sich auf ein einfaches Ja oder Nein zur EU reduzieren lassen. Gerade in einer Volkswirtschaft, die so auf Exporte in die EU setzt wie die deutsche, ist es doch wichtig, dass eine Linke dem politischen Druck standhält und sich nicht auf einfache Glaubenssätze reduzieren lässt. Oder, um es an die Adresse der Grünen zu sagen, es reicht nicht aus, Europas Versprechen zu erneuern. Die Versprechen müssen eingefordert und eingelöst werden, liebe Genossinnen und Genossen. Und da bin ich hoffnungsvoll, dass wir in der Lage sind, radikale Kritik an der EU und ganz konkrete Vorschläge, wie es besser werden soll, gemeinsam nach vorne zu denken und gemeinsam aufzulesen. Und in diesem Sinne noch einmal herzlich willkommen in Nordrhein-Westfalen und uns allen einen guten Parteitag. Danke.